Ja, moin, hier ist Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Elektroautos kommen ja so langsam aus ihrem Nischendasein raus. Sie werden immer stärker nachgefragt, wie die Zulassungszahlen zeigen. Hier mal so eine schöne Grafik, da sieht man, wie das exponentiell steigt. Zum Beispiel ist während der Corona-Zeit jetzt der Absatz von Verbrennern teilweise um 95% eingebrochen, aber Elektroautos konnten ihren Anteil an Neuzulassungen sogar noch um 25% steigern. Das wird also eine nicht mehr aufzuhaltende Entwicklung sein. Und wenn die Elektroautos jetzt so langsam in großen Mengen verkauft werden sollen, dann müssen sich eigentlich die Hersteller auch den Herausforderungen des Massengeschäfts mal langsam stellen. Und genau da scheint es im Moment so ein bisschen zu hapern, denn das zeigt eine Studie der Unternehmensberatung YouScale in Zusammenarbeit mit Electrify BW. Und was da so im Argen ist, und wie die Ergebnisse dieser Studie sind, darüber spreche ich mit euch in diesem Video. Könnte also spannend werden, also bleibt dran. Ja, früher war ein Elektroauto eher was für diese sogenannten Early Adopter oder manche nennen sie auch Spinner. Denn die sind davon begeistert, zur technischen und ökologischen Avantgarde zu gehören und nehmen deswegen auch sehr viele Probleme in Kauf. Und die Elektroautos früher, die hatten natürlich noch sehr, sehr viele Kinderkrankheiten. Aber seitdem jetzt immer mehr Elektroautos verkauft werden, da erwarten die meisten Kunden eigentlich das gleiche Qualitätsniveau, was sie auch von anderen Autos der gleichen Marke gewohnt sind. Und heute sind wir nämlich in der zweiten Welle. Zum Beispiel so ein Peugeot 208 ist für den Kunden ein ganz normales Auto und er möchte auch nicht so unbedingt ewig drauf warten müssen, was leider aber oft der Fall ist, weil die Hersteller halt die Elektroautos in zu geringen Stückzahlen produzieren und sie oft die Nachfrage unterschätzt haben. Und wenn man dann aber schon wartet und auch noch einen deutlich höheren Preis zahlt, dann soll das Auto natürlich auch mindestens genauso gut sein, wenn nicht sogar besser, als man es von einem Verbrenner der gleichen Marke erwarten würde. Die Unternehmensberatung YouScale hat in Zusammenarbeit mit Electrify BW über 1200 Elektroautofahrer befragt und nach ihren Erfahrungen gefragt mit den Autos und der Elektromobilität. Also die haben so interessante Fragen gestellt wie, welche Erfahrung habt ihr mit den Händlern gemacht? Welche Erfahrung habt ihr mit euren E-Autos gemacht? Wie managt und überwacht ihr den Ladeprozess? Wie nutzt ihr Lade-Apps und welche Probleme habt ihr vielleicht dabei? Welche Erfahrung macht ihr mit der Ladeinfrastruktur? Welche Erfahrung macht ihr mit dem Roaming und mit dem Bezahlen? Und welche Probleme erlebt ihr und welche Hilfe bekommt ihr? Und da zeigt sich, dass die Elektroautos eigentlich von Jahr zu Jahr besser werden und auch leistungsfähiger und immer mehr bieten. Aber die Kunden sind eigentlich gar nicht glücklicher. Im Gegenteil, sie werden immer unzufriedener. Nur noch 59% der rund 1200 Befragten würden in 2020 ein Elektroauto ihrer Marke weiterempfehlen. 13% würden sogar explizit davon abraten, genau dieses Modell zu kaufen, was sie selber fahren. Vor gut einem Jahr waren es 77%, die voller Lob waren und total positiv eingestellt und ihre Autos unbedingt weiterempfohlen haben und nur 6% waren negativ eingestellt. Also hier geht es, wie gesagt, nicht um die Empfehlung für ein Elektroauto an sich, sondern es geht darum, ob man das Auto der Marke, was man selber fährt, weiterempfehlen würde. Hier in dieser Grafik, da sieht man nochmal ganz schön, wie sich das in den letzten 12 Monaten ins Negative entwickelt hat. Hier sieht man sehr schön, innerhalb eines Jahres ist die Zufriedenheit und die Weiterempfehlungsquote der eigenen Marke extrem schlechter geworden. Was ist passiert? Ja, woher kommt dieser Stimmungswechsel? Die Fahrzeuge sind ja nicht schlechter geworden. Wahrscheinlich ist einfach die Erwartungshaltung der Käufer gestiegen. Denn die normalen Autofahrer erwarten einfach heute, dass die Kinderkrankheiten, die es ja auch durchaus gab, bei den Elektroautos und auch bei der Infrastruktur inzwischen ausgemerzt sind. Die Wirklichkeit sieht aber leider komplett anders aus. Die Benutzbarkeit der Autos kann mit den Erwartungen einfach nicht Schritt halten. Zentrales Problem ist zum Beispiel der Ladevorgang. Der steht im Zentrum der Kritik. Da geht es natürlich um die Steuerung und Überwachung zum Beispiel aus dem Auto heraus und natürlich auch das ganze Ladeprozedere. Weniger als die Hälfte, nämlich nur 43% der Autofahrer, sind mit diesen Funktionen zufrieden. Bei den dazugehörigen Connect-Apps sind es sogar nur 14%, die zufrieden sind. Bei den Apps sind es vor allem Verbindungsprobleme. Das nervt über ein Drittel.
Dann gibt es fehlerhafte Software, fehlender Funktionsumfang. 85% der Befragten sehen zum Teil gerade bei den Apps massiven Handlungsbedarf. Hier nochmal eine Grafik aus der Studie, was die Ladeprobleme betrifft. Da sehen wir also, dass 59% manchmal Probleme beim Ladestart haben. Ladeabbrüche betreffen 48% der Nutzer. Unerwartet lange Ladezeiten, weil sie einfach nicht den Angaben der Hersteller entsprechen, 38%. Probleme beim Beenden 26% und sonstige Probleme 12%. Bei der digitalen Verknüpfung der Autos mit einer Smartphone-App oder der allgemeinen Connectivity, da hinken die deutschen Hersteller auch unglaublich hinterher, vor allem der Entwicklung bei Tesla. Die Deutschen punkten in den klassischen Ingenieurstugenden wie zum Beispiel Dämmung von Innengeräuschen oder Spaltmaßen oder Verarbeitungsqualität. Hier kommt Tesla, wie wir ja alle wissen, mittlerweile nicht so an das Niveau ran. Aber diese Spaltmaße und Verarbeitungsqualität macht ein Elektroauto zumindest in der Meinung der Leute nicht aus, sondern unter anderem auch die Einbindung in einen digitalen Lifestyle. Elektroauto ist ja auch so ein Technikprodukt in den Köpfen vieler Leute und so sehen die das auch. Und hier ist der Vorsprung von Tesla riesengroß. Beispiel App: Bei den meisten Herstellern verursachen die Apps oft große Probleme. Hier in dieser Studie mal zusammengefasst, wo die Probleme gesehen werden. Da haben wir natürlich die Verbindungsprobleme. Über 36% haben die. Die Herstellerserver sind nicht erreichbar oder das Fahrzeug verbindet sich erst gar nicht mit dem Internet. Serverprobleme und, und. 23% haben Funktionsfehler. Die App funktioniert nicht richtig. Oder die Performance ist katastrophal. Dann gibt es Unzuverlässigkeitsprobleme. Das Fahrzeug, der Status, der angezeigt wird, ist nicht zuverlässig. Die Software-Updates funktionieren nicht vernünftig. Die Registrierung in der App ist viel zu kompliziert. Man wird ständig ausgeloggt oder das Feature-Angebot ist irgendwie nicht ausreichend. Oder die App ist viel zu langsam und so weiter und so fort. Also wir sehen, da ist großer Handlungsbedarf. Und diese Missstimmung, die zieht sich weiter durch die Antworten der rund 1200 Befragten. Vor allem eben beim Laden sind sehr, sehr viele enttäuscht. Und 4 von 5 Fahrern hatten schon mal Probleme mit dem Laden. Die Schwierigkeiten betreffen alle Bereiche des Stromtankens, aber vor allem den Start des Ladevorgangs. Der ist irgendwie scheinbar bei den meisten irgendwie problematisch. Ja, wenn das Laden nicht geklappt hat, dann gibt es natürlich Möglichkeiten, was man machen kann. Also entweder wechselt man zu einer anderen Ladesäule oder man wendet sich an die Hotline, entweder vom Auto oder von der Ladesäule selber. Aber auch hier ist die Zufriedenheitsrate nicht besonders überwältigend. Da hat die Studie auch gefragt und hier ist auch das interessante Ergebnis. Bei 78% der Befragten hilft manchmal gar nichts und man ist komplett unzufrieden mit dem gesamten Ladeergebnis. Hier mal noch ein kleiner Erfahrungsbericht von mir von vorgestern, zugegeben nicht repräsentativ, aber was ich da wieder an einem Schnelllader an der Autobahn erlebt habe, das entspricht im Prinzip genau dem, was in dieser Studie als Ergebnis steht. Schaut selbst. Ja, willkommen in der deutschen Ladewüste. Wir haben hier zwar in einem riesen Einkaufszentrum in der Nähe von Bremen, genauer gesagt in Posthausen, die Insider wissen, was ich meine. Wir haben hier zwar 2 Ultra-Fast-Charger von Allego, die sind relativ neu, ein paar Wochen bis Monate stehen die jetzt hier. Und wir haben noch einen Triple Charger und einen EWE AC Charger mit 2 Ports, 22 kW. Und da hinten ist ein McDonald's, da wird auch gerade noch ein Fast Charger aufgebaut, habe ich gesehen. Aber nichtsdestotrotz wollte ich mich hier an dem Allego Ultra Fast Charger gerade anschließen. Der eine war komplett tot, der andere war zwar okay, jedoch hat er keine meiner Ladekarten akzeptiert. Also hier weder Stromtankkarte, weder MeinGAU, weder GetCharge, noch New Motion oder Plug Surfing, gar nichts. Woraufhin ich dann bei der Hotline anrief, die mich nach der Säulennummer fragte, die leider nirgendwo an der Säule dran stand, wo sie sein müsste. Wurde mir wieder gesagt, die muss da dran stehen, bla bla bla. War jedoch nicht. Das Einzige, was als Säulennummer durchgehen könnte, wäre irgendeine ID-Nummer, die auf dem Display stand. Leider waren die Hälfte der Stellen ausgeixt und nur die letzten 4 Stellen sichtbar. Das war es aber irgendwie auch nicht. Damit konnte die Frau auch nichts anfangen. Dann habe ich ihr noch die Adresse durchgegeben, wo ich hier stehe. Und dort hat sie gesagt, ja, da hat sie einen Lader, und zwar den Triple Charger da vorne. Aber die beiden Ultra Fast Charger waren in ihrem System überhaupt nicht vorhanden. Das heißt, selbst wenn sie gewollt hätte, sie hätte mich hier überhaupt nicht freischalten können oder die Säulen resetten können. Weder wusste sie, dass die existieren, noch waren sie überhaupt im System. Und sie wusste auch nicht, wieso oder seit wann sie defekt sind oder wann sie jemals wieder repariert werden. Keine Ahnung, weil sie ja gar nicht im System sind.
Also irgendeiner bei Allego weiß vielleicht, was mit den Säulen ist oder auch nicht. Wir werden es nie erfahren. Später hatte ich noch einen Geistesblitz. Und zwar habe ich unter der Säule, da wo dieses RFID-Feld ist, habe ich so ein paar Visa, Mastercard, Maestro-Card-Symbole gesehen. Und ich dachte mir, ich habe doch eine Bankkarte, die hat auch einen RFID-Chip, also eine Girokarte. Versuch's es mal damit, vielleicht geht es ja wie durch ein Wunder mit dieser Girokarte. Und tatsächlich, mit meiner Bankkarte konnte ich dann die Ladung tatsächlich starten, sodass ich immerhin, ich habe jetzt hier fast 68% im Akku, mit 50 kW losladen konnte. Leider hielt die Freude nur ganze 4 Minuten, 2,5 Kilowattstunden geladen, glaube ich, und dann brach die Ladung einfach ab. So wäre ich jetzt also mit leerem Akku hier in den Laden gelaufen, weil ich jetzt froh war, dass die Ladung gestartet ist, hätte da vielleicht eine halbe, dreiviertel Stunde was eingekauft oder was gegessen und wäre dann wieder zum Auto gekommen, weil ich weiterfahren will. Keine Chance, Akku immer noch leer. Ja, so geht's echt nicht. Also völlig verständlich, dass die Leute, denen sowas passiert, stinkensauer sind. Und da kann man wirklich sagen, so macht erstens Elektromobilität keinen Spaß und zweitens, so wird sie auch nie eine breite Akzeptanz bei den Nutzern bekommen, weil eine Ladesäule muss funktionieren. Immer. 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Dazu werden die gefördert. Dazu sind die Betreiber eigentlich verpflichtet. Und ich finde das ein Unding, dass das hier in Deutschland einfach scheinbar nicht funktioniert. Ja, zugegeben, wie gesagt, nicht repräsentativ, aber das ist mir einfach spontan beim einmaligen Versuch, woanders zu laden, außer bei dem Tesla Supercharger, wieder passiert ist, dass es nicht geklappt hat, ist schon wieder irgendwie bezeichnend. Kommen wir zurück zur Studie. Da kommen noch ein paar andere interessante Dinge zutage, nämlich zum Beispiel Störgeräusche. Störgeräusche fallen jetzt mit Elektroautos irgendwie viel mehr auf als vorher. Interessanterweise beschwerte sich fast ein Drittel der Elektroautofahrer über störende Geräusche. Wahrscheinlich hat der Lärmpegel des Verbrennungsmotors bisher einiges übertüncht und jetzt fällt es plötzlich auf. Da sind Windgeräusche dabei, Knacken, Poltern, Abrollgeräusche, aber irgendwie auch systembedingte Sachen wie Ploppen der Batterie beim Laden, das Fußgängerwarngeräusch, was man innen wahrnimmt, oder irgendein Fiepen des Elektromotors. Hier mal die Top 5 der genannten Probleme und Ärgernisse. Starten des Ladevorgangs 56%, Fahrzeuggeräusche 31%, Ladevorgang überwachen mit einer App 26%. Das Preconditioning, zum Beispiel Vorklimatisieren, funktioniert vielleicht nicht richtig. 22% haben damit Probleme. Steckerentriegelung nach dem Laden, 22% haben damit Probleme. Und zum Schluss noch eine sehr interessante Grafik, die die Erfahrung der Befragten mit ihren jeweiligen Herstellern zeigt. Also hier sehen wir die verschiedenen Hersteller, deutsche, japanische, französische, koreanische und US-amerikanische. Das kann ja eigentlich nur Tesla sein. Und hier sind die Probleme aufgeführt, die pro 100 Befragten genannt werden. Also zum Beispiel bei einem deutschen Hersteller hat jeder Befragte im Durchschnitt 6 Probleme genannt, die ihm aufgefallen sind. Und diese Grafik zeigt für mich ganz klar, wo hier bei den deutschen Herstellern irgendwie noch der Denkfehler liegt. Man konzentriert sich natürlich auf die deutschen Tugenden, Verarbeitungsqualität, Spaltmaße, Hochwertigkeit etc. etc. Dämmung, leiser Innenraum, alles wunderbar. Das möchte man natürlich auch haben. Aber die spezifischen Funktionen, die ein Elektroauto ausmachen und die das Gesamtpaket betreffen, die werden hier in Deutschland komplett noch vernachlässigt. Da ist natürlich die Ladeinfrastruktur dabei. Und das ist auch einer der Gründe, warum Tesla hier da ganz weit vorne liegt, weil die Ladeinfrastruktur wird bei dem Autohersteller mitgeliefert. Und die deutschen Hersteller, die ja eigentlich im Weltmarkt Spitze sind, schaffen es scheinbar nicht, das Gleiche zu tun. Sondern hier wird Flickwerk geliefert. Natürlich gibt es überall Schnelllader. Aber es gibt irgendwie nichts, was einheitlich wäre, was zentral gesteuert würde, was zusammen mit dem Auto reibungslos funktioniert. Und das zusammen mit der Erwartungshaltung der Käufer von diesen Elektroautos sorgt halt dafür, dass die Frustration der Autofahrer mit ihrer, also über ihre Marke einfach immer mehr wächst. Und das, finde ich, ist eine sehr bedenkliche Entwicklung. Hier müssen die Deutschen unbedingt noch ihre Hausaufgaben besser machen. Ja, das waren kurz zusammengefasst die Ergebnisse der Studie der Unternehmensberatung YouScale in Zusammenarbeit mit Electrify BW. Ich fand es ganz interessant. Ich hoffe, euch hat es auch ein bisschen was gebracht. Und wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben und nicht vergessen, meinen Kanal abonnieren. Und dann sehen wir uns vielleicht beim nächsten Video. Macht's gut. Ciao.